Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge machen werden ist, endlich können wir diese Strategie GoYY nehmen, und zwar Golems, Wizards and Witches. Also es heißt Golems, Magier und Hexen. Da meine Hexen gestern fertig geworden sind, oh, richtig geil. Ist zwar teuer, aber mal gucken, wie die ist, die Einheit. Denn die wird ja so überbewertet, also nicht überbewertet. Ich kann ja nicht beurteilen, wie gut die ist. Also werde ich jetzt mit ihrem Clankrieg angreifen. Den Clankrieg haben wir wieder mal sowas von verschissen, ey. Das, mal gucken, wen wir angreifen. Wollen wir das probieren? Ich weiß ja nicht, wie stark die Taktik ist. Lassen wir hier einen Golem und da einen Golem. Da gucken wir uns erstmal die anderen Gegner an. Also einmal werde ich im CW angreifen, aber mehr auch nicht. Denn wir haben den sowieso verschissen. Es steht 28 zu 81. Und das ist nicht prickelt. Oh Mann, den hätte man so geil mit Schweinereitern fertig machen können. Nehmen wir den einfach da. Ich nicht weiß, wie stark diese Taktik ist. Ich würde mal sagen, hier schicke ich meinen Riesen hin, um alles rauszulocken. Wo locke ich die hin? Hier in die Ecke. Dann greife ich hier an. Okay, los geht's. Mal gucken, wie es wieder klappt. Der CW am Griff am PC, das ist echt immer... Ich will mich nicht dazu äußern. Komm, Klamburg, komm raus. Ja, komm raus. Und du Riese halt etwas mehr aus. Shit, ist nicht alles rausgekommen, aber... Ist ja jetzt auch egal, wir haben den CW sowieso verloren, aber ich möchte gerne noch alles rausnehmen. Ich möchte ja gerne noch die Sterne für diese Herausforderung da erfüllen. Also 150 Sterne im CW muss man ja gewinnen. Und ich habe 130, also fehlen noch 20. So, schicken wir mal alles los. Das müssten die eigentlich packen, wenn nicht, dann ist echt beschissen. Ja, das ist, ich habe sogar zu viel gesetzt. Jetzt beginnen wir hier mit dem Golems. Nein, komm, schnell. Man hat hier nicht ewig Zeit bei dieser Taktik. Jetzt alle Magier hinterher. Und jetzt alle Mauerbrecher einfach sitzen. Und jetzt hier die Hexen. Und mal gucken, wie diese Taktik reinhaut. Und den Barbaren könnte ich natürlich nicht vergessen. Hier ein Sprungzauber, damit das alles ein bisschen flüssiger läuft. Und hier ein Wutzauber. Oh, leben die Hexen noch? Ja, die leben tatsächlich noch. Mal gucken, wie viel Schaden die machen. Ah, jetzt haben die hier keinen Tank, ey. Das ist natürlich nicht so prickelnd bei den Hexen. Ohne Tank sind die Hexen eigentlich relativ schwach. Setzen wir mal die Fähigkeit vom Barbarenkönig ein. Ja, zwei Sterne haben wir geschafft. Läuft. So stark ist diese Taktik jetzt auch nicht. Aber ich habe mal bei Mobile Fanboy gesehen, dass da irgendwie so ein richtig geiles Rathaus Level 9 Dorf damit zerstört hat. Ja, das lag auch dran, dass da eine Klamburg dabei hatte, wo noch ein Golem drin war. Und ja, das macht auch schon einen Unterschied. Wollen wir jetzt warten, bis der Golem kaputt geht? Nein. 62%, 2 Sterne, ist aber in Ordnung. Die Kriegsbeute werde ich natürlich nicht bekommen, da es ja 28 zu 83 steht. Boah, ey, wir verscheißen den Klankrieg sowas von. Ja, was können wir in dieser Aufnahme noch machen? Das weiß ich allerdings nicht. Ich habe mir nur vorgenommen, diese Folge GoYY zu machen. Ja. Ich glaube, ich booste mal heute Abend wieder meine Kasernen, da ich 2 Bauarbeiter frei habe, nachher sogar 3. Und ja, was will ich als nächstes upgraden? Und zwar den letzten Bogenschützenturm hier auf 10 und dann ein Bohrer auf 5. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ciao.